Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, schade, dass wir keinen Generalstreik in Deutschland haben. Dann wäre ich heute nämlich schon 2 Stunden früher da gewesen, hätte keine 3 Stunden Überstunden machen müssen und wäre auch pünktlich zu dieser Veranstaltung heute gekommen. Ich muss sagen, das mit dem Licht ist ein bisschen schlecht, weil ich kann meine Rede nicht lesen. Ich stelle mir mal so ein bisschen doch da. Jetzt, also. Es ist eine Diktatur gegen die Millionen lohnabhängige Menschen in Griechenland, in Spanien, in Portugal, in Italien, die derzeit Widerstand leisten. Eine Diktatur, die Millionen Menschen in Not und Armut stürzt. Eine Spardiktatur, ein Krisenregime, das die Troika aus EU, Europäische Zentralbank und Internationalen Währungsfonds errichtet hat. Und das insbesondere unter Führung der deutschen Bundesregierung steht. Diese Krisendiktatur wurde errichtet zum Wohl der kapitalistischen Klasse, im Interesse von Banken und Konzerne, wie dem, vor dessen Zentrale wir heute stehen, Siemens. Und im Interesse derjenigen, die diese Konzerne gehören. Zur Sicherung ihres Besitzes und ihrer Profite werden die sogenannten Rettungspakete geschnürt. Und zur Rettung des kapitalistischen Ausbeutungssystems aus ihrer Krise. In den Ländern, in denen die Troika befiehlt, in den Ländern, denen in Zukunft die EU-Kommission und damit vor allem die deutsche Regierung per Schuldenbremse den Haushalt diktiert, werden Wahlen zum bürgerlichen Parlament vollends bedeutungslos. Da werden die Regierungschefs nicht gewählt, sondern von EU, EZB und IWF eingesetzt. Dort müssen politische Parteien vor der Wahl ihre Zustimmung zu weiteren Spardiktaten unterschreiben. Dort greift die Staatsgewalt wie heute mit Tränengas, Schockgranaten, Knüppel und Gummigeschossen gegen ihre eigene Bevölkerung an. Wenn sie sich gegen ihre Ausbeutung und planmäßige Verelendung zur Wehr setzen. Kapitalismus und Demokratie sind miteinander nicht vereinbar. Wie viele Menschen in unserem Land glauben leider immer noch den Lügen über die angeblichen Ursachen der Krise. Wahlweise die Gier von Banken, Exzesse von Spekulanten, mangelnde Regulierung, Verschwörung von Ratingagenturen oder sonstigen Unsinn. Und am wirksamsten ist immer noch die Dreckslüge vom angeblich faulen Südländer, die über ihre Verhältnisse gelebt hätten und deren Arbeitskraft, wenn sie denn einmal arbeiten, viel zu teuer wäre. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist rassistische Hetze pur. Nationalistische Parolen sollen die lohnabhängigen, erwerbslosen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland und Griechenland oder sonst wo gegeneinander aufhetzen und von einem gemeinsamen Widerstand abhalten. In Griechenland kam es mittlerweile zu vermehrten und über das ganze Land verteilten gewalttätigen, rassistischen Ausschreitungen gegen Migranten. Die Polizei sieht nicht nur weg, sondern unterstützt mit vermehrt rassistischen Kontrollen und Festnahmen genau diese Handlungsweise. Die Regierung fordert ein striktes Vorgehen gegen Einwanderer und vermehrte Abschiebung. Denn denen passt es noch ganz gut, wenn nicht die wirklichen Krisenursachen und ihre Verursacher, die Besitzenden, nicht die Migrantinnen und Migranten für alles verantwortlich gemacht werden und sich die Wut an ihnen entlädt. Auch innerhalb Deutschlands dienen Vorurteile gegen Sündenböcke den Interessen der Herrschenden. Wie der Rassist Tilo Sarrazin, der aus Menschen aus der Türkei oder arabischen Ländern als genetisch bedingt dumm, faul und kriminell beschimpft und außerdem Hartz-IV-Empfänger selbst Schuld an ihrer Lage gibt. Auch in der Bundesrepublik gibt es rassistische Sondergesetze, die es möglich machen, andere zu viel mieseren Löhnen und Arbeitsbedingungen auszubeuten als Deutsche. Die Krise fördert diesen Rassismus. Der faule Grieche, den Deutschland in seiner ach so großen Barmherzigkeit gilt, ist ein geflügeltes Wort geworden. Doch die Wahrheit sieht ganz anders aus. Ein Blick in die Statistiken, einmal googeln und jeder kann die Wahrheit wissen, dass etwa die Masse der griechischen Bevölkerung schon vor der Krise unter längeren Arbeitszeiten, geringeren Löhnen und Renten, Vergleiche und sogar höherer Lebenshaltungskosten zu leiden hatten. Im Vergleich zu Deutschland oder im EU-Durchschnitt. Auch dass Deutschland nicht einfach Geld verschenkt, sondern vielmehr an der Krise noch verdient. Griechenlands Finanzminister Evangelos Venizelos überweist 2011 2 Milliarden Euro als Zinsen an den Europäischen Finanzierungsstabilisierungsfonds. 2011,
Als die deutschen Medien sich auf die Höhe ihrer Hetze gegen Griechen und Spanien befanden, gewann der Bundeshaushalt allein 200 Millionen Euro durch angebliche Hilfsleistungen. So viel ist klar. Nicht die griechische, spanische, portugiesische Bevölkerung ist schuld an der Verschuldung ihrer Staaten. Durch Lohndumping unserer Löhne können deutsche Unternehmen mit Exportrekorden die Volkswirtschaften niederkonkurrieren. Während SPD, Grüne, CDU, CSU und FDP die Renten- und Sozialleistungen in Deutschland senken, hat 4 Minijobs, Leiharbeit, Werkverträge und Schuldenbremse im Grundgesetz verankern als Kriegserklärung der Kapitalistenklasse und die Regierung gegen die Lohnabhängigen in Deutschland und gleichzeitig eine Waffe zu einer weiteren Erpressung der lohnabhängigen Menschen in Griechenland, Spanien, Portugal und anderswo. Wer sich nicht einreden lässt, Schuld an seinem miesen Lohn oder seiner Arbeitslosigkeit hätten die Einwanderer oder die Bevölkerung anderer Länder, Menschen, mit denen er die gleiche Lage und dieselben Interessen teilt, der wird keinen gemeinsamen Widerstand mit seinesgleichen leisten gegen die Politik der Spardiktate und verschärften Ausbeutung. Wir Lohnabhängigen sitzen aber nicht im selben Boot wie die Familien Pietsch, Quandt, Ariel, Albrecht oder wie die Reichen und Kapitalbesitzenden alle heißen. Die 10%, die mehr als die Hälfte des Vermögens in Deutschland besitzen, werden niemals fair mit uns teilen. Umverteilen geht nur durch Enteignung. Es wird keinen humanen oder sozialen Kapitalismus geben. Seine unerbitterliche Profitlogik lässt dies nicht zu. Wir brauchen eine Gesellschaft, in der nicht Privateigentum an Betrieben und Vermögen, sondern öffentlicher Besitz und demokratische Kontrolle die Produktion von Gütern und Dienstleistungen bestimmt. Aber niemand wird sie erkämpfen, wenn wir Lohnabhängige uns nicht selbst organisieren, in den Gewerkschaften und darüber hinaus. Solidarisch mit den Kämpfen in Griechenland, Spanien, Portugal und anderswo zu sein, ist ein guter Anfang. Wirkliche Unterstützung für die Kämpfenden kann aber nur der Kampf im eigenen Land sein. Wenn wir uns wehren gegen alle Angriffe auf unsere Rechte, unsere Löhne, unsere Renten, unsere Gesundheitsversorgung und vieles andere. Wenn wir aufstehen gegen die rassistische Hetze der Herrschenden, die in Wahrheit die Fakten verschleiern soll. Daher gilt noch immer der alte Satz, gegen das Konstrukt von Volk, Nation und Rasse. Für uns gibt es nur eins, Klasse gegen Klasse. Dankeschön.